Ich denke ganz bewusst an die Auswahl von Werken. Welche Werke würden in diesen Raum, in dieses Theater passen? Für mich ist ein Mozart-Klavierkonzert eine Oper ohne Bühne und ohne Sänger. Na, denn in der Fantasie findet die ganze Oper statt. Es war immer mein Wunsch, diese zwei Werke, wenigstens die Ouvertüre und das Klavierkonzert, zu kombinieren und in diesem Theater das zur Geltung zu bringen. Also man hört die Ouvertüre und dann der Vorhang geht rauf, also in unserer Fantasie und Vorstellung. Und anstatt Leporello hören wir dieses fantastische Klavierkonzert. Thank you.
wenn wir das so spielen, ohne Dirigenten, ich habe eine unglaubliche Kommunikation mit meinen Partnern. Wenn es ein Dirigent da ist, dann ist dieses Gefühl vom Kammermusikalischen absolut weg. Mozart hat ja auch diese Werke so gemacht. Also da war nicht ein extra Dirigent dabei. So, das ist später dazugekommen und ich finde das mit allem Respekt für Dirigenten, aber bei dieser Musik hat der Dirigent überhaupt keinen Platz.
das ist für mich eine heikle Sache. Ich kann wirklich nicht mit jedem musizieren, also Kammermusik vor allem. Da kann jemand ein fantastischer Spieler sein, aber wenn wir menschlich nicht harmonieren miteinander, wenn die Chemie nicht gut funktioniert, das ist für mich kaum möglich. Und also ich spiele leidenschaftlich Kammermusik seit meinem 8. Lebensjahr und habe immer diese Erfahrung gemacht, dass Kombinationen, wo man über die Musik sehr viel reden muss, das wird überhaupt nicht gehen. Also ein bisschen muss man ja diskutieren, aber zu viele Worte soll man ja nicht verlieren.